Ja, hallo, buongiorno vom schönen Gardasee, den man zwar hier jetzt nicht gerade sieht, der ist ja hinter den Bergen, aber schönes Wetter heute, noch ein bisschen trüb, aber soll heute so 24 Grad werden und ich bin auf dem Weg zum Cima de Oro und von da aus geht es dann runter zum Ledrosee. Bin ich schon mal runtergefahren, also ist schon ziemlich heftig. Und ja, eine Runde von knapp 40 Kilometer. Also ich war am Cima de Oro noch nicht oben gewesen. Bin selber mal gespannt, wie der Ausblick da oben ist. Soll ja da einen ganz heftigen S4-Trail runtergehen, den werde ich nicht runterfahren. So ein alter Militärpfad oder Militärweg mit Schützengräben. Ja, da wünsche ich euch viel Spaß beim Video. Hier rechts geht es jetzt hoch zu Cima de Oro. Links kann man noch rüberfahren zum Hojeta Chiuchella. Auch sehr interessanter Berg. Und hier hochfahren, muss ich sagen, geht ganz gut. Also die ersten Kilometer Straße, 6 bis 8% Steigung. Und dann bis hierher, muss ich sagen, Schotterwege bis maximal ja, 15 bis auch mal 20%. Lässt sich aber wirklich gut fahren. Mit E-Bike sowieso kein Problem. Ja, und jetzt wie gesagt fahre ich nochmal Cima de Oro. Dann komme ich hier wieder runter und dann geht es runter zum Ledrosee. Hier hinter dem Berg sind die Kasematten. Die sind vom Ersten Weltkrieg. So Unterstände, befestigte Unterstände. Und hier runter geht es zu Malga Grassi, da bin ich auch schon mal hoch. Aber das ist dann ein ziemlich heftiger Anstieg hier hoch. Da muss man ziemlich lang schieben auf sehr groben Schotter. Also selbst mit dem E-Bike ganz schlecht hochzukommen. Aber der kürzeste Weg. Natürlich dann hier hoch anstrengend. Aber wesentlich besser zu bewältigen. So, das war jetzt oben am Cima de Oro. Wirklich fantastischer Ausblick von da oben. Und jetzt, ja, keine schwierige Abfahrt hier runter, das Stückchen, aber man muss aufpassen, weil links und rechts geht es dann doch ganz schön runter. Thank you.
hier an. Ist ja Wahnsinn. Ja, toll aus. Das ist der Blumen hier. Ich habe nie gesehen. Was ein Ausblick. Bei dem einen Abflug vom Fahrrad unten das Ding abgerissen. Jetzt muss ich das hier mit dem Kabelbinder festmachen. Naja, schöne Scheiße. Aber trotzdem schön. Und hier geht's ja halt ab und zu mal wieder. Yep. Geht, geht, also geht. Naja, also langsam. Was da unten liegt. Schwer genug. Thank you.
will ich auch entschieden, du. Ja, das war's. Das war die Runde. Die war ziemlich heftig. Hoch wie runter. Aber ihr habt ja selbst gesehen, man muss immer wieder aufpassen. Schnell kann sein ablegen. Nichts passiert. Außer mit der Garmin-Gerät und die Halterung ein bisschen kaputt ist. Na, mal schauen, vielleicht kann ich noch ein bisschen kleben. Mit Sekundenkleber. Und dann dürfte das eigentlich wieder halten. Ansonsten, heute der Tag, ja, jetzt wird es so langsam schwül, aber war ansonsten doch ziemlich trüb. Man hat nicht ganz so viel gesehen, wie ich eigentlich sehen wollte. Die Farben kamen dann halt nicht ganz so raus, aber hat trotzdem riesen Spaß gemacht und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Prost!